Jeder kennt ihn, jeder macht ihn und jeder ignoriert seinen absurden Widerstand gegen jegliche Gravitationsgesetze. Den Doppelsprung, das geschickte Manöver, sich in der Luft nach gelungenem Sprung erneut aus dem Nichts abzustoßen und damit sonst unerreichbare Höhen zu erreichen. Zum ersten Mal wurde diese Spielmechanik im Jahr 1984 der Videospielöffentlichkeit in Namcos Arcade-Plattformer Dragon Buster vorgestellt, einem Spiel, das auch zum ersten Mal eine Lebensenergieanzeige hatte. Der Grund für die Inkludierung des physikalisch unmöglichen Features ist dabei nicht ganz klar, es wird jedoch gemunkelt, dass es sich beim Doppelsprung ursprünglich einfach um einen Bug handelte, der von den Spieldesignern aber letzten Endes doch einfach ins Spiel übernommen wurde. Die Logik des Sprungmanövers versuchen heutzutage die meisten Spiele auf ihre eigene Weise zu erklären. In Psychonauts zum Beispiel stoßt man sich von einer in der Luft schwebenden Psi-Blase ab, während man im 2008 erschienenen Prince of Persia Reboot vom KI-Partner geschickt in die Höhe geworfen wird. Heutzutage ist der Doppelsprung vor allem in Plattformern ein Standardmanöver für Spieler und kaum jemand wundert sich noch über seine magische Anti-Schwerkraftsmechanik.